Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren kleinen Runde aus Gründen von mit über durch Elex 2. Aus Gründen deshalb, ich muss morgen früh raus, auch wenn Samstag ist, aber morgen ist halt Prüfungstag. Ich hoffe, das funktioniert. Nichtsdestotrotz werden wir uns noch ein bisschen hier in Elex verdingen. Und wir haben uns beim... Was ist das hier? Oh, da können wir auch noch was machen. Wir haben ja gespeichert, glaube ich. Warte mal, ich speichere mal richtig hier. Vielleicht nicht, dass die Quest... Wobei, das wäre dann nachher doof, wenn die Quest dann doch wegbricht oder so. Ich weiß, vielleicht sollte man das vor... Nein, machen wir nicht. Wir müssen Elex-Rationen klauen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was bringt oder so. Schwierig. Nichtsdestotrotz, wir haben noch einen Showdown bzw. einen Kampf. Der Prinzipal, der mit seinen Truppen in dieser Gegend von Marakor in Stellung gegangen ist, muss aufgehalten werden. Wir haben also noch mal einen intensiveren Kampf. Und zwar nur den Prinzipal, wie es scheint. Interessant, interessant, interessant. Da sind auch Naira, Nyra und Kroni. Ich weiß nicht, ob wir den von hinten einkesseln, ob das so gut ist. Hier ist so eine Truhe, die war nicht geschlossen oder sonst was. Aber wir gehen von dem weiteren Weg. Das respawnt alles wieder. Ist gut. Von dem aber 2700 Schuss, da können wir ja ein bisschen was verballern. Keine Ahnung, warum die nur so kurz schießen können. Ist das ein Bug oder... Oh. Wow. Von wegen, keine Ahnung, dass sie nur kurz schießen können, ist klar. Sprach er und kriegt aufs Maul. Ach, das haben wir beim Aufräumen nicht mitgenommen im letzten Mal. Schön. Da unten was sein, oder? Ja, hätte was sein können, ist das aber nicht. Ich glaube, hier waren wir schon. Was? Wer greift an? Ich glaube, der Prinzipal da mit dem Showdown, der kommt dann wirklich an und will uns dann eins überziehen, oder? Schon Angriff? Kommt immer so eine bedrohliche Kampfmusik, ja, und dann... Ach, guck mal, da unten ist er. Da werden nicht alle angezeigt, ne? So, wenn ich den jetzt da eins überbrate. Und der fällt nicht ganz runter. Theoretisch müssten wir hier einfach den Granatwerfer wieder benutzen. Wir haben ja ein bisschen aufgestockt beim letzten Mal, ne? Guck mal. Die dürften hier überhaupt nichts machen können. Mal gucken, ob ich den hier irgendwie...
Ich bin ja... Deshalb. Vorsichtig. Wo kommst du her? Gewesen sein. Ich sollte Tier darüber informieren. Oh, jetzt kommt sie. Das hat auch was. Sehr gut. Oh, da hat sich einer verdünnisiert. Sehr gut. Oh, dennoch. So, die ganzen Sachen hier doch mitnehmen. Hier die Schlut. Mehr Treibstoff. Wie gesagt, da wünschte ich mir, dass man den Treibstoff auch überall verwenden könnte und einbauen. Einfach für noch mehr Reichweite und Dauer oder so. Schön. Wunderbärchen. Ja, dann sollen wir jetzt zu Tieralk, wa? Ach, der ist da am Haupt? Okay. Ja, warum auch nicht? Sieht er denn aus? Achso, das ist von hinten. Ich dachte, was ist das für eine Figur? Hi. Marakur ist ein gefährliches Land. Geh nicht so leichtfertig mit deinen Ressourcen um. Ich werde versuchen, deinen Rückzug zu sichern. Viel Erfolg auf dem Schlachtfeld und im Hauptformer.
Mögen unsere Opfer nicht umsonst gewesen sein. Commander, für Magallan. So, okay, nochmal, so. Okay, gehen wir es noch einmal durch. Lass mich mal kurz überlegen. Ich schätze, wir haben die größten Probleme in Marakor eliminiert. Ja, sehe ich auch so. Es scheint so, als hätten wir den großen Ansturm auf unsere Länder tatsächlich abgewehrt. Wir werden den Rest noch aufräumen und uns bald wieder um unsere Belange zu Hause kümmern. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sehen uns zu Hause, in unserer Bastion, Commander. Fehlt jetzt noch der Hauptformer. Das Ding wird wieder neue Biester und Kämpfer hervorbringen, wenn wir das nicht verhindern. Ich werde mich darum kümmern. Da habe ich keine Zweifel. Und du bist auch der größte Feldherr, mit dem ich jemals in die Schlacht gezogen bin. Ja, klar. Viel Erfolg und das gewisse Quäntchen Glück bei deinem Vorhaben. Du wirst es brauchen. Jetzt muss ich bloß noch da rein, wa? Die Pforte des Hauptformers ist geschlossen. Wir müssen einen Weg finden, die Kontrolle über den Mechanismus der Pforte zu erlangen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Toll. Ich könnte zum Beispiel nach meinem Sohn sehen, wie es ihm geht. Ach so, ja. Dann gehen wir mal zu unserem Sohn gucken, wa? Wieso ist denn der schon wieder... Der hätte doch... Warum ist der überhaupt... Ist er ja. Oh, er kommt schon ein Grad. Er sieht uns. Papi! Vater! Mein Junge, was machst du hier? Solltest du nicht... Ich muss mit dir sprechen. Ich habe schon wieder diese Stimme der Geister gehört. Was zum... Wovon sprichst du? Ich war doch in Tavar, in der Nähe des Formers Epsilara, wie du weißt. Und da habe ich diese merkwürdige Präsenz vernommen. Ich habe dir doch davon erzählt. Ja, ich erinnere mich. Du sagtest, dass da irgendwas sei, aber... Das war doch nur... Es ist wieder da, aber dieses Mal kommt es von woanders her. Sie sind wie Geister, die sprechen. Ich höre ihre Stimmen. Ich auch. Na gut, du hörst Stimmen. Und was erwartest du jetzt von mir? Ich muss dorthin. Wir müssen dorthin. Kannst du nicht einfach ein Kind, ein einfaches Kind sein, so wie alle anderen auch? Ich sollte den Hintern versorgen. Was ist denn das? Okay. Na schön. Könnte ich vorher noch den Grund erfahren? Ich weiß, das hört sich jetzt etwas verrückt an, aber... Ich glaub dir ja, du bist Kaias und mein Sohn. Und was das bedeutet, können wir ja noch gar nicht abschätzen. Außerdem sind in letzter Zeit so viele verrückte Dinge passiert, da überrascht mich gar nichts mehr. Aber ich habe unheimlich viele Dinge zu erledigen, mein Sohn. Ich weiß, aber ich glaube, es ist wichtig. Was sagen diese Stimmen denn? Wovon sprechen sie? Es sind immer nur Bruchstücke. Nie ganze Sätze, aber sie sagen so Dinge wie analysiere, Marschbefehl, Truppenbewegung oder Sensorenreichweite, Algorithmus oder Kontrolleinheit 0. Warte mal, hast du gerade Kontrolleinheit 0 gesagt? Das ist die Kennung von Cassandra, dem Zentralrechner des Hauptformers in Marakor. Ja, ist halt so ein Zeug, was deine Drohne immer von sich gibt. Du willst mir damit sagen, du kannst hören, wie die Zentralrechner der Former miteinander kommunizieren? Ich weiß nicht genau, aber ja, es scheint eine Art Kommunikation zu sein. Das ist noch nicht alles. Ich kann hören, woher eine Stimme kommt und ich kann auch hören, in welche Richtung sie spricht. Die letzten Tage zum Beispiel hörte ich immer wieder eine dieser Stimmen ganz oben aus dem Norden. Und sie sprach in Richtung einer dieser großen Former in Ignadon, auch ganz oben im Norden. Ich sage es nicht gern, weil es für dich gefährlich sein wird, aber ich denke, du kannst von großem Nutzen für mich sein. Was? Du meinst also, Cassandra versucht, Kontakt zu Alphara aufzunehmen? Das würde Sinn ergeben, laut deiner Beschreibung. Vielleicht. Ich habe das Scheißding schon abgestellt. Sollte Cassandra tatsächlich versuchen, Alphara zu rufen, dann wird es nicht mehr antworten können. Was genau hast du denn vor?
Ich will nicht ganz in den Norden, aber ich will mir den Former ansehen, an den sich die Stimme richtet. Ich verspreche mir davon, dass ich sie dann besser verstehe. Ich sage es nicht gern, weil es für dich gefährlich sein wird. Also doch. Ich denke, du kannst von großem Nutzen für mich sein. Wirklich? Wenn du den Datenverkehr wirklich abhören kannst, dann können wir ihm vielleicht unbemerkt ein paar wichtige Geheimnisse entlocken. Das könnte kriegsentscheidend sein. Ich werde mein Bestes geben. Ach ja, bevor ich es vergesse. Erste Maschine. Ich habe da was für dich. Die Kleriker haben echt cooles Zeug. Eigentlich müssten sie damit viel mehr bewirken können. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Hier, für dich. Das habe ich bei ihnen mitgehen lassen. Was? Kannst du bestimmt gut gebrauchen. Ja, klar. Danke. Hochglanzpoliertes Symbol von Kalan. Du bist also in den Former Alfara. Also gut, ich werde dich dorthin begleiten, auch wenn es riskant ist. Wenn es stimmt, dass du die künstliche Intelligenz Cassandra abhören kannst, könnte uns das immens helfen. Großartig! Dann machen wir uns sofort auf den Weg, ja? Du wirst tun, was ich dir sage, und nichts machen, was wir nicht vorher miteinander besprochen haben, okay? Ja, Vater! Wann geht es los? Ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, du gehst mit Aska schon einmal vor in das Umland von Alfara und ihr wartet dort auf mich. Vielen Dank, Vater. Ich bin mir sicher, dass sich das Risiko lohnen wird. Das hoffe ich. Bis später. So, mein Sohn ist auf dem Weg zum Former Alfara. Zeit für ein paar weitere Vorbereitungen. Doch sollte ich mich damit beeilen und Dex nicht allzu lange alleine lassen. Ja, so, was ist das mit dem hochglanzpolierten... Oh, warte mal. Hochglanzpolierten Symbol... Hochglanzpoliertes Symbol. Hä? Da. Oh, das ist eine Wertsache. 500. Okay. Ja, immerhin. Immerhin. Was will er denn jetzt für Quests eigentlich machen? Ja. Zum Umland, würde ich mal sagen. Dahin. Was ist das hier? Kroni. Oh, wir brauchen Kroni, ja? Vielleicht sollten wir Kroni abholen. Kroni, altes Haus, komm mit. Mitkommen. Genau, komm mit. Haben wir hier nicht stehen lassen. Und es ist wieder alles respawned. Schön und gut. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Ja, ja. Wir sind aber kein Mensch. Hier ist Loot. Wer ballert hier? Aua. Ah!
Gas. Mich manchmal, dass die Begleiter einfach so auftauchen, ja. Da, 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 da. Den Teleport hatten wir ja. Da oben waren wir drin, oder? Ich glaube, ja. Oder? Ja. Oh, was ist hier los? Wollte schon sagen. Berechne Potenzial der Verbesserung. Empfehle umgehendes Training. Training? Okay. Was kann ich denn trainieren? Ach so, ja. Ja, stimmt. Ich habe ja... Ich habe ja noch die Attributspunkte und gar nicht mal wenig. Was würde uns denn viel bringen? Lebensenergie ist eine Frage. Wir machen es mal glatt. 90, so. Intelligenz ist, wirkt sich auch auf Lebensenergie aus, oder was? Nee. Magieschaden. Gerissenheit macht kritischer Schaden. Kritschaden ist gut. So, da haben wir schon mal einmal Kritschaden. Gerissenheit 70. Konsti, Nahkampfschaden, könnten wir vielleicht noch gucken. Ah, ist ein schön heftig hier. Geschicklichkeit, könnten wir noch einen Fernkampfschaden dazu kriegen. Hä? Warum haben wir keinen Fernkampfschaden? Guck mal, das ist doch jetzt hier. Wir packen einmal dazu und nochmal 5 AP. Hä? Aber das ist doch hier genauso. Naja, übernehmen. So. Übernehmen. Namenkater.